England aber rüstet. Abrüstungsvorschläge des Führers werden zurückgewiesen. 2 Jahre nach der Machtergreifung verkündet der Führer die allgemeine Wehrpflicht. Rüstungsindustrie und der deutsche Arbeiter schaffen rastlos, um den Vorsprung der schwer bewaffneten Westmächte einzuholen. Unbeirrt verfolgt der Führer sein großes politisches Ziel. Er zerbricht die Fesseln von Versailles und holt zurück, was deutsch ist. Die Rheinlande, die Ostmark Sudetenland. Der Plan der Westmächte, die Tschechoslowakei als Flugbasis zu verwenden, ist damit vereitelt. Als Schutz gegen die immer unverhüllter ausgesprochene Drohung des Einfalls nach Deutschland schafft der Führer den Westwall. Festungspioniere, Bautruppen, Arbeitsdienst und Organisation Todt arbeiten Hand in Hand und stampfen in kürzester Zeit das große Werk aus dem Boden. Die Tschechei stellt sich unter den Schutz des Deutschen Reiches und fällt damit als Vasall der Westmächte aus. Als Hoffnung Englands und Frankreichs bleibt nur noch Polen. Deutschtum in Polen erfährt schwersten Terror. Zur Lösung der Korridorfrage macht der Führer mehrfach weit entgegenkommende Vorschläge. Die Warschauer Regierung beantwortet diese Vorschläge mit militärischen Demonstrationen, mit immer härterem Terror gegen die Volksdeutschen. Die englischen und französischen Diplomaten arbeiten fieberhaft auf den Krieg hin. Am 1. September 1939 erklärt der Führer im Reichstag: Polen hat heute Nacht zum ersten Mal auf unserem eigenen Territorium auch mit bereits regulären Soldaten geschossen. Seit 5.45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen.
Nach 18 Tagen ist der Feind völlig geschlagen. Warschau kapituliert. Deutschland hat den Rücken nach Osten frei. Nun rollen lange Transportzüge nach dem Westen und verstärken die hier unter dem Schutz des Westwalls aufmarschierten Kräfte. In unerschütterlicher Bereitschaft zum Frieden und in dem Bewusstsein seiner Stärke richtet der Führer ein Friedensangebot an die Westmächte, das von ihnen als Zeichen der Schwäche ausgelegt und abgelehnt wird. Die Gegner versuchen vielmehr, sich neue Aufmarschgebiete in Skandinavien zu schaffen. Diesem Plan kommt der Führer am 9. April 1940 zuvor. 10 Stunden früher besetzen deutsche Truppen Dänemark und Norwegen. Die Kriegsmarine schlägt der englischen Flotte alle Trümpfe aus der Hand. Vorbildlich ist das Zusammenwirken der drei Wehrmachtteile. Von Narvik bis Basel steht eine geschlossene Front gegen Westen. Der Soldat am Westwall hat einen harten Winter hinter sich. Er erwartet den feindlichen Angriff. Das Vertrauen des Heeres und des ganzen deutschen Volkes gehört dem Führer, in dessen Händen das Schicksal Deutschlands liegt. Der allein weiß, wann die Stunde der großen Entscheidung schlägt. Der aber auch weiß, dass dieses Volk in Waffen, in treuer Liebe hinter ihm steht und bereit ist, auf seinen Ruf anzutreten. Der Entscheidung entgegen.